Dann schauen wir mal, was es gibt. Hallo. Hallo. So. Joggingkleidung. Macht die wenigstens ein bisschen besser. Oh, die hätte ich gerne. Also sollte ich jetzt zweimal Joggingkleidung kaufen. Gewandtheit. Sag mir das Spiel ja gerade so gesehen, ne? Thank you. So. Bitte schön, Spiel. So, ich möchte mein iPhone updaten, danke. Und hier haben wir einen Tsujimon-Anfänger, Isaac, okay. Und was ist jetzt? Ah, ja, wir haben Tsujimon-Liga. Tsujimon-Party, deine Gruppen. Gesundheit, Stärke, Tempo, ja. Das ist Stufe 6. Yo. Alter, warum hab ich... Können sie ja ihn nutzen? What the fuck? Nur noch jede Menge andere. Ah ja, wie viel gibt's denn hier bitte? Ich hab einfach diesen Tiger gesagt, einfach so. Yo. Alles klar. 99 Leben, okay. Der ist schon irgendwie krass, oder? Also diese eine Stufe 1, der ist schon Stufe 6. Deswegen. Alle Aufstellung. 8. Da haben denn die Farben irgendwas zu bedeuten? Okay, Sudachi. Legendäre Tiger. Tsujimon ist hier. So, die können wir noch nicht. Ja, den haben wir gerade. Und die habe ich jetzt durch meinen DLC bekommen. Guck mal, die können wir noch gar nicht. Dose da. Yun Ying Han können wir auch noch nicht. Sao He können wir auch nicht. Den Tiger und so können wir auch nicht. Goro kommt also auch wieder vor dem Tier. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich werde gerade hart ge... Hart ge... Fickt. Hier gibt's jetzt mal... Warum ist die Hilfe? Bekämpfen und so weiter hier drin. Weißt du, ich habe mir nach einem Tutorial gesucht gehabt, weil ich was nachgucken wollte. Warum ist das hier drin? Und dann erst so spät, weißt du? Oh. Ja, war es auch gewesen. Egal. Ja. Ich habe echt gerade so gar keinen Bock auf dieses Tsujimon-Zeug. Ja, das haben wir uns jetzt sehr schön. Immer werden mich automatisch angegriffen. Über Pokémon. So. Da spielt dann Weihnachtsmann. Das war einfach. So, Stamina Light haben wir. Oh, was kriegen wir denn das? Kriegen wir jetzt plötzlich mehr Belohnung? Meine ich das nur? So. Haben wir neue Nebenaufgaben bekommen? Vielleicht? Das finde ich schöner. Also haben wir noch alles vom Tsujimon-Zeug. Cool. Ach, das ist dieser District. Okay. Das erklärt so einiges. Das heißt. Stufe 13. Das ist ja nicht meine Stufe, oder? Stufe 15. Stufe 13. Dann muss ich wahrscheinlich also die Roten eben siegen, irgendwie hochzukommen. Gibt es keine roten Events? Irgendwie so. Na, schon mal nicht. Sieht die Karte jetzt voll gemüllt aus mit diesen Zeichen? Was ist das denn hier? Stufe 13. Tsujimon Gacha Ticket.
Was ist da? Stufe 17. Eieiei. Okay, wir brauchen, glaube ich, erstmal was zu essen. So. Man kann sogar so ein bisschen angeschlagen. So, hallo. Ich hätte gerne ein schönes Frühstück. Aber gönnen wir uns das einfach mal beides noch. Wahrscheinlich auch nicht richtig probiert, oder? Nee. Okay, dann lese ich mir jetzt mal die Texte durch. So, hier steht ja, Kaffee, hör ich noch rum. Morgens die Gänge zu kommen, ne? Ja. Besonders frische Geschichte da, ne? So, dann hier Hunger. Morgen geht es zum Bacon. So. Muss da halt drei Sachen sein, ne? Und das einfach jetzt mal. Ah, guck, jetzt haben wir das gute Frühstück. Ja, das erlangte Geld. Okay, cool, danke. So. Jetzt werde ich auch mal gucken, dass wir diese ganzen Sachen freischalten, diese Kombis, ne? So. Das ist L1. Achso, L1 ist Radio. So. Wird hier jemand bedrängt? Kann es ja egal sein, weil. Ist schon voll. Man muss einfach immer. Das ist eigentlich schon zu viel, was man machen muss, ne? Für mich. Ach komm, jetzt könnten wir den hier. Reden wir mal mit dir. So. お前それはもうダチだ。そう、これ。イエーイ。いつでもやれるぜ。freue ich mich darüber. So. Are you accusing me of something? Ist immer so ein Bio-Wolf. Patsch, patsch, patsch. So. Den hatten wir ja schon. Ne, haben wir ja schon. Ich fände doch hier nichts Doppeltes an. Ich kann hier wahrscheinlich nicht, ne? Das geht nicht. Ich kann mir so einen kleinen Biowolf raus. Das wäre doch süß. Und dann kriege ich nochmal Biowolf. Das sind jetzt irgendwie mehr Gegner. Standardgegner hier rum. Rum am Stehen gefühlt. Was ist denn hier? Mit dem Gadget kannst du bis zu 10 erhalten. Oh, dafür sind die Dinger da. Japan-Gadget. Mächtiger, okay. Dann gucken wir doch mal. Probieren wir doch mal. Jo, ich werde aus dem Knast entlassen oder was? Coole Frisur. Was hier nochmal? Kommentier Ancients. Wenn Dodgy wurde im Sojima zugefügt. Aber was ist mit diesem Kommentier Agent? Was ist das? Was ist ein Kommentier Agent?
Das ist Beowulf. Dann haben wir die beiden, okay. Auf Stufe 1, da ist dieser Agent. Was macht der? Das ist einfach nur da, oder was? Ach, die habe ich auch alle. Warum habe ich die so oft? Oh, hä? Was sind die denn gut? Ans Komitee. Wenn du keine Verwendung für den Sujimon hast, kannst du ihn im Komitee übergeben. Was danach geschieht, ist streng vertraulich. Du hältst Stadionpunkte für deinen lustigen Gründe. Ah, okay. Stadionpunkte noch. Okay, machen wir mal. Ja, bin ich mir sicher. Was kann ich mit den Punkten jetzt machen? Die sind schon weniger wert, okay. Naja, soll's. So. Story. Ja, gut, die Berufsschule, die heben uns ein bisschen auf. Wenn wir hier das Level für haben, denke ich mal. Was ist denn da? Achso. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Da passt auch ein bisschen mehr. Fühle ich mich sicherer mit. Und vor allem machen wir manchmal mit ein bisschen Hauptstory. Da schalten wir ja endlich mal unsere vierte Person frei oder so. Das wäre ja schon mal was. Oder? Fällt gerade auf, ich würde gerne echt mein Geld wegbringen. Obwohl, sollte echt nichts passieren. Ihr geht zu der ER? Ja, da kommt er. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ellenschwert. Zack. Ja, ich bin Saft gefahren. Na los. Verbinde Wurm. Ja, komm mal jetzt. Reden. Oh, das war schlecht. Oh, ja, hingeschlecht. Hingeworfen. Oh, er hat's abgelehnt. Naja. Der Pokémon hat wenigstens mehrere Versuche. Ist davon gelaufen. Oh. Hä? Er spawnt einfach instant neu? Okay, muss das so sein? Soll das so sein? This will be a good workout. Irgendwie komisch. Was ist mit ihm hier? Achso, er ist auch nochmal ein Mate, okay. So, hallo. Was haben wir denn hier Schönes? Tequila Party. Okay. Wodka in Rauch gegangen. Wodka zu. Okay, das ist so schön. Wodka. Ich mag Baskut, Whisky, Softdrink. Beef Jerk. Okay, Frankreich. Ale. Kaviar. Kaviar passt natürlich auch gut zu Wodka, ne? So ist es. Lammbuchen, blablabla. Was ist da noch? Mexiko. Was könnte denn das andere sein, was passt? Was
Das wäre, wie gesagt, die Gurkchen oder so, ne? Oder das hier? Immer das. Was passiert? Nee, das war wohl keine gute Kombi. Have a good one. Aloha. Wodka, Kaviar und Würzgurken. いた。おり。あ、ガキの頃苦手だったピッツ。俺も大人になったもんだ。大人っていうか、もうおっさんだろ。そういう話じゃねえんだよ。もっとこう、エモーショナルなさ。エモーショナルは知らねえけど、まあ言いたいことはなんとなくわかったよ。 海外のバーで酒飲むなんて、ガキからすりゃ映画の世界みたいなもんだしな。そうそう、そういうこと。ハワイのバーで飲んでるぞなんて、昔の俺に言っても信じねえだろうな。でも、実際こうして仲間と一緒に酒飲んでんだ。わからねえもんだよ、人生。仲間か。それを言ったら、俺もそうかもな。俺のことを仲間と言ってくれるおっさんと、 酒場で飲むことになるなんて思いもしなかったぜ。おっさんは余計で。だがよ、これから先まだまだわからねえことだらけだぜ。明日のことだって誰にもわからねえ。そのうちいっしょに宇宙に行くことになるかも。<笑>そりゃいいな。お前と会うまではさきの見えねえ暗い闇の中を必死にもがいてた気分だったが、今は先が見えなくとも 前を向いて走ろうって思う自分がいるんだ。面白いやつだよ、一番は。そうかい。じゃあ、そんな面白い一番と、これからもよろしくってことで、乾杯。あ、乾杯。乾杯。 Und wir haben sogar das Tunch bekommen. Großartig. Das ist ja dann doch noch doppelt gelohnt, kann man sagen. So steht das jetzt eigentlich da. Ah, Wodka. Ach, da lesen wir noch Gespräche aus. Ah, sehen wir, was das passiert. Rauch aufgegangen. Wie kann man das denn verstehen? Tequila. Nachos. Beef Jerk mariniert. Käse. Daniel? Probieren wir mal aus, komm. Ist jetzt unnütz, aber egal. Ich will es mal probieren. Jawohl, Tequila-Bonus haben wir bekommen. Sehr schön. Und da haben wir nochmal einen Stufenaufstieg. So. Ein Rauch aufgegangen. Rauch aufgegangen. Geräucherkäse? Geräuchert? Ah. Vielleicht das noch? Scharfe Salze. Bestimmt. Mit so scharfem Essen. Schmuck, auch in Geschmack, ah, da. Zack, zack. Muss das jetzt auch passen. Itadakimasu. Itadakimasu. Jawohl. Haben wir noch was? Wir machen damit jetzt ein Gespräch oder so noch. Have a good one. Dann haben wir jetzt alles freigeschaltet. Aloha. Ist, ne? Ja, hier haben wir jetzt links alle. Wird die Dropplatte reicht. Have a good one. Schön. Oh, wir sind aber ganz schön betrunken jetzt. Dann vielleicht noch ein bisschen trainieren. Kämpfen. Um uns ein bisschen was abzugewöhnen. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Sehr schön. So, und dann nochmal hier hin. Hallo. I'll take your life.
Halt die aufs Maul. Patsch, patsch, patsch. Ich habe immer noch kein Ding gefangen. Oh, wie gemein. Gut, gut, gut. So, dann würde ich sagen. Machen wir die Story weiter, ne? Jupp. Komm, let's go. Das ist also der Eingang zu District 5. Bis zum Treffen ist es noch etwas Zeit. Warten wir hier auf Roman? Wenn du es kannst, kannst du eine Weile in die Stadt zurückkehren. Ja, ja. Auf Roman warten, jawohl. Wir haben mehr als genug Level hier drüber, ne?時間ぴったりだ。ちった真面目に働く気になったのかい。うるせえ。本当にお前なら第五地区に入れるんだろうな。疑うんなら勝手にしろ。何にせよもう時間だ。悩んでる暇はねえぜ。行くぞ。何にせよ他に手がかりはない。ですね。さ、頼んだぜローマ。 本当に大丈夫なんだろうな。ところでよ、あんたらはなんで第五地区に入りてんだ。パスポートを盗まれたんだ。犯人はそれと交換で第五地区に入ったみたいだよ。<笑>なら無駄足だな。 バラクータに渡ったものを取り返そうなんざ命がいくつあっても足らねえよ。本命は犯人の方でね。とっ捕まえて聞きてえことがあるんだ。そうかい。What's the hold up? Get this thing open already. Who the fuck are they? Just some Japanese tourists with more money than sense. Said they want to see a different side of Hawaii. Come on. Not like you've got anything to hide in there, right? Open the gate. So, Hawaii Tour Special Course hajimari da. Aus wie ein Penner, ey. So ein Verwähler-Ding. Katamichi-Kippu-Ni-Aya-Shine-Daro-Na. Shinitaku-Nakereba, Oro-No-Maori-O-Hanare-Nai-Koto-Da. この辺りは土地の権利関係が複雑でな。そのせいで再開発が遅れたんだ。土地と建物が放置されりゃ自然とホームレスが集まるのは万国共通さ。ここもあっという間にホームレス・キャンプよ。観光地が近いこともあって行政は何度も浄化作戦を試みた。だが世界中からやってくるホームレスとのいたちごっこは終わらねえ。 おまけにバラクーダがここを仕切り出してご覧のありさまってわけだ。ハワイのど真ん中にこんなとこがあったなんてな。ホームレスの多くがよその国から片道チケットでハワイに来た連中だ。みんな自分のパスポートをバラクーダに差し出す代わりにここに安住の地を得たのさ。でもパスポートを失ったら本国に帰れねえだろ。帰る気なんてねえさ。 第五地区の中には何だって揃ってんだ。店に、病院に、食堂。バラクーダはここに独自の法律とインフラを整備したんだ。行政から見てもホームレスが街に野放しになるよりバラクーダに管理されてた方が都合がいいのさ。だが第五地区内の店を利用するには金はかかるんだ。 ホームレスはどこからその金を得てるんだ。まあ、いろいろあんのさ。
で、パスポート盗んだやつの手がかりはあんのかい？なあ、日本人の若い女性だ。千歳って名前で、ちょっと気の強そうな。くっ、よくその程度の手がかりでここに乗り込もうと思ったな。Hey, did you see a Japanese woman come through here? Goes by Chitose. Japanese? I actually might know something about that. What you got? A few days ago, some guys got into a scuffle over in West Block. Apparently, a woman showed up out of the blue. Not every day you see a little Asian cutie like her in a dump like District 5. Anyway, she was all by herself with nowhere to stay and didn't have a mind to bring a tent. As you can guess, a fight broke out real quick over who got dibs on that one. Who'd the gal end up staying with? Don't know. Wasn't there to see the mayhem. Best bet is to ask around West Block. Yori niyotta Nishibrook to na. Nan nanda? Nishibrook tte? 第五地区の突き当たりにある区画だ。酒とギャンブル好きなホームレスが多くてよ、気性の荒い連中が集まってる。そんな奴らのテントに？大丈夫なのか？案外頭のいい女かもな。一番喧嘩の強い奴に取り入ればここでの暮らしも安泰だからよ。ま、何かしら対価を要求される可能性はあるけどな。あんたが警官だってのが信じらんねえぜ。西ブロックってやつ案内してくれ。Selbst zu navigieren. Oi. Anscheinend ist ganz, wenn ihr hier rechts abbiegt, kommen wir zum sogenannten S-Block. Unserem Kumpel zufolge hat irgendjemand dort den Kampf mit Chitose gewonnen. Wer genau, müsst ihr selbst herausfinden. Nanda? Wie jetzt? Ich dachte, du wärst hier unser Fremdenführer. Die Leute im Westblock sind noch viel schlimmer als ich. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Und ein Ausflug ohne Überraschung wäre ja wohl langweilig, oder? Na schön, wie auch immer. Okay, warte, dann also hier. Haben wir irgendwas zu entdecken? So, es war hier immer was drin, ne? Aber ist ja nie was. Viele Shotguns, aber auch hier nichts. Auch kein Müll oder so. Hm. Das ist eigentlich einfach so wie so ein Pennerlager, einfach nur. Muss man einfach sagen. Hallo. Na? Hey, kennst du eine Frau namens Chitose? Hm? Chitose, Hicks? Boah, der Typ ist voll, Alter. Chitose? Ah, klar. So eine heißen Feger wie die habe ich lange nicht gesehen. Hat mich total schnell ausgenockt, Hicks. Ja, von der Prügelei haben wir gehört. Er hat gewonnen. Yeah. Woher soll ich das wissen? War mir egal, nachdem ich verloren hatte. Du hast keine Ahnung, wer gewonnen hat? Hör mal zu, Kumpel. Hab keine Lust, gelöschert zu werden. Kapiert? Komm, hilf uns doch ein bisschen. Hast du ein bisschen Kleingeld, Kyrosund? Arigatou gozaimasu. Danke, Mann. Hier. Kauf dir noch ein Bier und geht auf uns. Lass mal bei dem Pumper da drüben. Yeah. Meine Fresse, der sieht eher krass aus. Könnte man nicht, dass er den Battle Royale gewonnen hat. Mal sehen, was er zu sagen hat. Man hat wegen dem Geld, Kühe. Ich zahle es dir zurück. Chigal. Eine notwendige Ausgabe. Fällt unter Spesen für die Baijiu-Fraktion. Okay. Hätte mir jetzt zwar kein Geld gegeben, aber gut. Gehen wir noch weiter? Ist ja auch noch irgendwie was zu schauen. Hallo? Ah, hier kommen wir lang. Lässt die mich durch? Aber nicht. Na gut. Haben wir noch irgendwas krasses hier? Müll, da scheint auch wie ein Tor noch was zu sein. So ein bisschen okay, oder nicht? Dann also mit dir, Pumper. Nickel hier. Na?
Hey, bist du der Typ, mit dem Tose wohnt? Verpiss dich. Ein ganz bezauberndes Kerlchen, was? Stop! Was war das? Ich meinte, Yo. Wir suchen eine Frau namens Chitose. Weißt du, wo sie sein könnte? Wer ist wir? Hör mal, dir müssen wir wohl nicht erklären, dass wir hier zum Überleben mehr Köpfchen als Kraft braucht. What? Was? Also, was sagst du, sagt dir deine Intuition? Hast du irgendwas davon, gegen uns zu kämpfen? Was wollt ihr wissen? Wie gesagt, wir suchen eine Frau namens Chitose. Habt ihr euch um sie geprügelt, oder? Wir wollen wissen, wo sie jetzt ist. Ah, dann müsst ihr mit José reden. Er ist hier das Alpha-Tier, hm? Wo ist sein Zelt? Ey, pass auf, du. Wer auf die Hosen macht, geht dir hier schnell, ganz schnell drauf. Kirisa. Danke, Kirisa. Ich dachte kurz, wir sind am Ende. Ah, es wäre deine Schuld gewesen. Aber echt, du hast den Typen ordentlich provoziert. Schön, dass es uns gut geht. Warst wie immer die coolste Person, Kyrios. Und sei einfach froh, dass er so verständnisvoll war. Und jetzt suchen wir diesen José. Alles klar. Hinter mir. Bist du José? Okay, ich hab das zu viel gehört. José ist Zelt. Weißt du irgendwas? Da sind im Moment alle richtig eifersüchtig auf José. Er macht dieser heißen Braut den Hof. Oh? Den Hof? Wir sagen, die zwei sind jetzt ein Paar. Hey. Es gibt nur noch. Adrian. Sagt ständig, dass sie Heirat und Kinder mit ihr haben will. Das volle Programm. Ja, und wo ist er? Ein Zelt ganz hinten mit dem Liegestuhl. Okay, es ist schon eher eine kleine Hütte, aber gut. Wenn ihr mit ihm reden wollt, seid lieber vorsichtig. Er ist sonderbar. Hehe. Sagt der Mann mit dem Messer. Gut zu wissen. Das José hat also den großen Muskelpotz besiegt. Provoziert ihn bitte nicht, okay? Mach ich nicht. Ha, sicher? Naja, gehen wir.